Das ist ja immer so, dass da irgendwo in irgendwelche Regionen, wo es mich auffallen soll, irgendwo ein Bunker findest. Mhm. Oh, der Rucksack ist schwer, ja. Oh, warte. Naja, ich habe selber eine Jacke ohne mit reingepackt. Ich habe 2 Jacken bei. Ja. Und den Pulli an. Ich habe schon lange nicht den Pulli mehr angehabt. Ja, das Problem ist, du weißt ja nicht, wie es da unten wird. Richtig. Ob es kalt ist, ob es warm ist. Davor halten wir ein bisschen Angst, dass ich da auf Friere. Da hinten steht schon mal irgendwas. Nee, doch nicht. Ja. Das ist ein Baumstamm. Hab schon Halluzinationen. Ja. Dann du. Was denn hier weggeschmissen? Oh, ich hasse diese Serien, ne? Haben wir in dem Baum gepennt und über uns war die Sirene gewesen. Yep. Und die ging mitten in der Nacht los, Alter, um 0 Uhr. Alter, was denkst du, wie wir hochgesprungen sind in den Zimmer? Aber jetzt muss es immer, dann kommt jetzt nochmal ein drittes Mal. Naja, aber jetzt wird es wieder leiser, es wird glaube ich nicht, dass nochmal ein drittes Mal kommt. Ja, hatte ich eben gerade auch gedacht beim ersten Mal. Ja gut, aber da war sie ja noch nicht ganz aus, oder? Doch. Echt? Aber jetzt weiß ich nicht, wie weit die weg war, aber guck mal, die zweite Sirene war viel, viel lauter als die erste. Ja. Aber es scheint wegzusuchen. Aber ich glaube, ich muss noch vorlaufen, weil es wird eng. Puh. Ja, dann ab durch die Busche mir. Du weißt ja schon mal nicht. Also, war mal nicht. Ja, immer drauf achten, wo sind die Spinnen. Ich bin noch voll drin, Alter, mit der Hand. Was war ich da? Ja. Hier war eine Leiter. Ja. Hier war auf jeden Fall ein Eingang. Ja. Achso, ihr wisst es übrigens ja gar nicht. Dominik und Nick, wir suchen gerade einen Bunker. Ich würde ja sagen, wir gehen da hoch, weil da sieht der Weg ein bisschen entspannter aus wie hier. Oder wir gehen so schräg hoch. Oder wir gehen immer rum. Ich würde immer rumgehen. Würde ich auch sagen, wir sind jetzt definitiv wahrscheinlich am Ende von den Bunkerwänden angekommen. Und der geht hier so schräg hoch. Da ist schon mal einer drin. Also einer hat schon angefangen zu buddeln. Da war nicht mehr weit gekommen. So Leute, wir haben den Eingang gefunden. Halt einmal, ich muss mal kurz leuchten. Da hinten ist das hell. Da geht es rein. Wir machen mal die nächsten Videos von vorne. Ich glaube, wir werden da noch nicht mehr so viel quatschen. Das scheint ganz schön wach. Ja, aber ich glaube, das war doch schon. Meinst du? Ja, wir gucken mal. Wir sehen uns gleich wieder. Okay. Das war wirklich. Satz mit X. Das war aber nicht. War schon krass. Guck mal, da hinten irgendwo nochmal hochnehmen. Ja, ja. Guck mal, doch in den anderen. Aber guck mal, die sind da irgendwo verbunden oder was? Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, was das mal gewesen sein könnte. Vielleicht habt ihr ja eine Ahnung. Also, das muss irgendein Antrieb gewesen sein. Genauso wie die Dinger hier rumstehen und da hinten. Ja. Das verstehe ich ja. Aber. Wo führen die hin und was machen die? Da hinten sind Rohre, die gehen raus. Aber hier sind doch haufenweise Drehräder, um irgendwelche Schleusen zu öffnen, ne? Ja, ja. Das
Wie so eine Ablüftung oder sowas. Ach, das ist ein Mittelschalter im Wachruf. Ja, da atmen sich dann bei der Sau. Das ist geil. Hier ist ich habe die Vermutung, dass das nach wie eine Ablüftung gewesen sein wird für den kompletten Bunker. Das heißt also, wir sind bloß in den Schlingteil oder? Ja, das heißt, den hinter mir nebenan. Genau, das heißt, wir müssen in den nebenan reingehen. Oh, ist aber schön kühl drin, oder? Ja, hier ist richtig geil. Also, ist eigentlich. Aber ich würde hier trotzdem gerne Bild von machen. Ja. Und Handy ohne verloren. Also wir sind jetzt in den anderen Bunker drin und neue Schwand. Kommst du mit? Warte mal. Oh ne, er sagt jetzt mir klar. Ey, wolltest du wieder eine Story machen, oder? Ja, eigentlich schon, aber. Alter Schwede. Feier. Ja, wir wissen auch nicht mal, was das für ein Bunker mal war. Das ist jetzt schlimmer. Auf jeden Fall war ein deutscher Unterrichtet auf und zu. Ciao! Ach, Alter, guck mal hier. Du Scheiße. Über uns. Ja, hier ist Ende im Gelände. Alter, ey. Das ist schon mal wieder auf, ey. Ja, aber schön, dass wir die Zeichen noch da Achtung drauf legen. Alter. Ciao. Alter Schwede. Boah, geil. Wo gehen wir das lang? Ach du. Da oder lang? Links. Okay. Oh mein Gott, ist das hart. Alter, ciao. Ciao. Geil. Ach du Kacke. Geil. Kickt euch das da mal an. Reserve, Hauptraum, Steuerung, D-Pumpe, Lüfter, Reservelüfter. Hier kann man noch viele lesen. Generator, Netz. Also ganz ehrlich, ich sage jetzt schon, das Video wird leider keine 5 oder 10 Minuten gehen. Ich glaube, das geht länger. Aber du, das sind alles nur so eine Ablagerorte. Und wie schön die Rückzüge noch. Wir machen auf jeden Fall schon mal ein paar Leute mit hier oben. Ja. Das Feuerzeug hier pokelt. Das ist so eine Luftrohr. Oh, guck mal hier. Pfeil achten. Ja. Dass wir wissen, wo wir nachher dazu kommen. Guck mal, hier war ein Becken. Ja? Hier war ein Becken. Ja, ich war eben schon, ich meine. Alter Schwede. Okay, oben bist du Kinderbett, aber oben? Ein bisschen eng, wa? Wie denn? Also könnte da nicht schlafen. Ja, die Augen. Für mich laufen 6 und 3. Ein Bunker. Ist schon geil. Mal da. Alter, schon. Boah, Kühli, Alter. Der Feind, Junge. Hätte ich sie hier rum, Alter, aber. Ich kann Kacken, Kacken drin. Weil eigentlich Kacken ja doch nicht mehr drin. Oh. Das ist bestimmt der andere. Wollte ich gerade sagen, das ist bestimmt diese andere Schleuse. Ja. Das könnte hinhauen. Aber musst du überlegen, war hier eine Tür, da eine Tür? 2001, Alter. Was 2001? Studio. EXEC 25.08.2008. Tagen Sie weiter noch? Nee, gar nicht. Das ist nur lustig Schlüssel. Aber mitten im Gang halt die Klos. Oh, das Scheiß. Oh, da ist auch ein Ärzte da mehr. Da. Hier waren die Waschbecken. Ja, hier war es. Das ist 2020, am 11.09. Ein Tag vor meinem Geburtstag. Hier waren es Filter-Eingang-Anteil. So, hier waren es Filter-Eingang. Oh, Mann, ehrlich. Alter, wie dick die Dinger sind, ey. Ja,
Den kenne ich, den habe ich nie gesehen draußen. www.xxctrains.de. Gut, Mann. Fang los. Wo wir jetzt in schwarz-weiß und die Optik als nicht mehr böse. Nein, nein, jetzt müssen wir hier einfach mal raus. Ja, dann können wir weitergehen. Das ist hier. Oh, Alter, warum geht denn da hier? Oh, das ist so schön. Ah, okay. Ah. Also allzu groß ist man nicht. Ja, das Schlimme ist ja, wo es uns ja eigentlich nur umgeht. Wir haben ja noch nicht gefunden, wir sind ja nicht gerade ausgelaufen. Naja, aber reinrechnen ist das nicht schwer sein. Man muss sich nur ein bisschen orientieren, dann kommt es jetzt auch schon. Ja, ja, also ich habe jetzt auch bis jetzt noch nicht die Orientierung verraten. Das ist doch relativ simpel eigentlich. Die Frage ist halt nur, wie ich nach hier. Also hier kommst du nur anscheinend von außen nach oben. Ja. Von innen müsst du nicht hochkommen. Ja. Also das heißt, nachher, wenn wir rausgehen, müssen wir uns merken, wo das ungefähr ist. Aber ganz ehrlich, darüber war kein Eingang. Ja, deswegen ja. Also, vielleicht ist das eine optische Täuschung. Also, ach, das kann sein, ich bin halt abgetrippt, um den Platz zu sparen, um den Bunker cleaner zu halten. Ja. Aber ich sag mal ganz ehrlich, das Ding ist jetzt erstmal eigentlich nur so ein Aufenthaltsraum. Hier hast du die Steuerzentrale, da wollte ich ja mal hingucken. Dann hast du hier drüben hast du die Schlafräume, wahrscheinlich auch so ein bisschen aufbereitet, also hier wegen Nahrung und so weiter. Ja, ich war ja da hinten eigentlich weiter. Wo? Na, da hinten. Ach, da gehst du weiter. Das also würde ich sagen. Guck mal, da kommen wir nochmal extra rein. Ah, okay. Okay, Moment, alten Schrank noch. Auf zu, das sieht ja schon wieder fast aus wie eine Schleuse. Du musst mit. Okay. Das wird doch vielleicht bloß eine Schleuse sein. Aber hier sind keine Mücken, ne? Nö. Ja, dann sei mir jetzt mal eine Schleuse. Aber jetzt mal weiter, oder nicht? Nee. Was ist das? Schleuse. Zu. Ja, zugeschüttet. Oh Mann. Okay. Oh, geil. Ja. Rückstockklappe zu verschließen oder alles. Hallo. Weißt du mal, wie viele Türen hier sind? Ja. Das könnte hier sein, dass hier diese Reinigungsanlage war, aber wo kam das Wasser wohl auch mit her? Weil hier sind sie drin gekommen. Immer hier. Ja. Alter Schwede. Also ein Atomschutzbunker war definitiv nicht. Nee. Das war dann wirklich nur ein reiner, ich würde sagen, sogar ein Spionagebunker. Das ist wirklich auch schon fast dran. Ah, hier muss definitiv noch mehr sein. Das kann ich alles sein. Wie immer. Aus. Könnte ich damit. Hey, aber könnte ich perfekt als meinen Hut nicht noch flößen. Du bist ja doof. Wir haben jetzt mal ein bisschen rumgespielt. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Ah, jetzt als blau. Scheiße. Ja, aber jetzt lustig gewesen. Alter. Das ist krass. Warte. Kick dich das da mal an. Oh, so blau. Scheiße. Hier lang geht's noch. Oh, guck mal, was Dominik macht.
fotografiert gerade seinen Knopf. Ich will gerade eine Zwischenfunk. Das hat er seinen Knopf. Warte mal, noch mal kurz. Licht aus. Gut. Darf keine Tricks verraten eigentlich. Weiß ja keiner, wie lange die Sekunden eingestellt waren. Das ist so wahr. Naja. Hier, kannst du mal zeigen. Wenn man sieht. Boah. Wobei es so, nicht so filmen, dass man dann die Sekunden sieht. Ja. War nicht ganz so spektakulär und groß der Bunker, aber ganz ehrlich, warst du schon mal in so einem Bunker, der nicht als Museum war, sondern wirklich live? Ey, real und Farbe, schon geil.